Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 12.02.2020. Und unser DAX zeigte sich hier zum Mittwoch weiterhin recht ruhig. Hat allerdings ein Tätzchen nach oben bekommen hier. Wurde durch den asiatischen Handel relativ gut reingestellt ins Rennen, konnte auch sein hohes Niveau eigentlich über den Tag verteidigen und hat sogar ein neues Allzeithoch generiert. Ne, also in dem Sinne, für unseren DAX eine gute Leistung, das muss man ja sagen, wenn man jetzt hier mal auf das große Zeitfenster klickt und wir uns nochmal die Analyse vor Augen holen, die wir hier am 28.12. oder ich glaube am 30.12.2019 uns vorgenommen hatten, müssen wir sagen, unser DAX hat jetzt hier durchaus mal die Chance, sich mit seinem Allzeithoch eben da ein bisschen, ja, drüber zu stellen. Gelingt ihm das, wäre durchaus nochmal 1, 2, 3, 4 Wochen mit, und zwar auch genau fast 4 Wochen, würde ich denken, nochmal mit einer kleinen Rallye zu rechnen. Die kann nämlich gut 1000 Punkte noch nach oben holen. Das ist jetzt, wirkt erstmal jetzt verbal gesprochen relativ viel, ist es am Ende aber gar nicht, ne? Verteilt auf 4 Wochen sind das 200 Punkte, die er pro Woche machen muss. Das sind pro Tag schon bloß noch 40 Punkte. Wenn man mal guckt, der DAX hat sich jetzt zum Dienstag eigentlich null bewegt, also 0,0 gar nicht. Schließt aber trotzdem, wenn wir das auf Tagesebene betrachten, einfach mal knapp 100 Punkte höher als am Vortag. Warten Sie, wo sind wir gestern raus? 5,28, jetzt 6,28, das sind genau 100 Punkte. Also, so langsam würde vollkommen ausreichen. Das wäre sogar doppelt so schnell wie erwartet. Ne, von daher sollte man oben nicht zu knausrig sein mit seinen Zielen. Da ist schon Platz. Also wenn der ruhig bleibt, wenn der ruhig bleibt, wenn der nicht irgendwie anfängt nervös nach unten zu zucken, sondern schön ruhig bleibt, kleine Bewegungen macht, ab und an mal eben einen Aufwärtskipp reinstellt oder so einen schwachen Morgenhandel, 8, 9 Uhr ein bisschen nach unten, dann wieder stabil nach oben drehen, zur Seite, dann hat er gute Chancen, sich hier Stück für Stück weiter hochzuarbeiten. Was er eben jetzt nicht mehr machen sollte, wäre jetzt zum Beispiel unter die 13.400 zurückzufallen. Was ist das hier? 13.440, 13.450. Da wird man nämlich ein erstes Verkaufssignal kriegen. Unter 13.400 würde sich das dann noch bestätigen. Und dann wäre auch relativ schnell nach unten hier wieder gut Platz frei. 3.30 wäre da im Angebot, die 2.45 wäre da im Angebot und auch tiefer. Und das sollte man auch beachten. Ne? Das ist aber definitiv, das eine hebt das andere nicht aus. Beziehungsweise doch, das eine hebt das andere aus. Weil das wird er nicht schaffen, wenn er ruhig bleibt. Ne? Also wenn er runter will, dann muss er Stress reinbringen, dann muss er Unruhe reinbringen. Meist ist sowas ja auch verbunden mit ein paar positiven News oder ein paar negativen News. Auch bei positiven News sehen wir es öfters mal, dass der DAX dann wegdrückt. Dann ist das ein sehr interessantes Niveau, an dem wir hier stehen. Ne? Das ist ein sehr markantes Hoch, was wir haben. Es ist auch auf Tagesebene ein sehr markantes Hoch, an dem wir jetzt stehen. Denn hier waren wir schon mal. Schauen Sie mal, am 22.01. waren wir hier und da hat es uns auch mal direkt von dort 800 Punkte fast nach unten geworfen, 700 sind es glaube ich geworden. Also es ist schon ein Niveau, auf dem auch durchaus mal eine Verkäufergruppe aktiv werden könnte. Momentan sehen wir davon nichts. Der ist sehr, sehr ruhig gewesen, ist sehr, sehr ruhig und bleibt es so ruhig auch über den Mittwoch, würde ich hier schon sagen. Trend ist erstmal noch aufwärts, Bullenmarkt intakt. Ne? Neue Allzeithochs sind immer erstmal eine Bestätigung für einen Bullenmarkt. Und solange sich da nichts dran ändert, kann dann auch ein Allzeithoch aufs nächste folgen. Und das über mehrere Tage hinweg muss man auf so einem Niveau einfach einplanen. Das gehört dazu. Egal was man glaubt, egal was man denkt, egal was man will, ganz wichtig, egal auch was man für offene Tickets drin hat, man muss damit rechnen, dass da neue Hochs kommen. Das ist so. Ne? Weil wenn man irgendwo einen Short offen hat, kann man sich wunderbar zurechtreden. Wieso, weshalb da jetzt was fallen sollte. Na, das ist einfach so. Na, aber in dem Moment, wo man dann den Short nicht mehr drin hat, ist man neutral. Dann kann man neutral denken und dann sieht man eben auch die Gelegenheiten und Chancen nach oben. Deswegen empfiehlt sich immer möglichst nicht zu lange Positionen auszusitzen. Sich auch bei Zeiten irgendwie mal von was zu trennen, damit man eben im Kopf neutral bleiben kann. So, und jetzt kommen wir mal eine Zeiteinheit tiefer. Und schauen uns das mal an, denn wir haben ja hier gestern was gesagt, dass wenn der Markt oben drückt und wenn er sich hier eben über die 5,80 geschoben bekommt, so haben wir es gestern gesagt, muss man davon ausgehen, dass jetzt hier die großen
Käufergruppen, die eben auch was am Markt bewegen, dass die dann hier sowas anspielen, dass die dann davon ausgehen, dass da noch so eine zweite Bewegung nach oben kommt. Sowas kann man natürlich auch hier schön mit einer Fibonacci-Projektion sich ein bisschen nach oben projizieren, sodass man hier schon sagen kann, Ziele nach oben wären jetzt bei 27, 806 und vielleicht 891 erstmal direkt zu sehen. Das sind auch durchaus Niveaus, die schon zum Mittwoch. Ah ja, wenn er sich viel Mühe gibt, kann er sowas schon zum Mittwoch schaffen, hier so eine 13.891. Wenn er sich viel Mühe gibt. Ansonsten aber auch bis zu einem Donnerstag wäre das jetzt nicht ungewöhnlich. Ne? Hier nochmal hoch 7.21, dann nochmal runter, dann hoch an die 8.6, wieder runter, hoch an die. Und dann sind wir irgendwo hier Donnerstag, Freitag, Freitag, Vormittag, Donnerstag. Aber das kann schon gut passen. Also, Platz ist da auf jeden Fall. Soweit, so gut. Wäre die Route jetzt hier in dem Sinne noch gültig, wäre noch aktiv, können wir jetzt auch hier erstmal so mitnehmen. Man muss bloß aufpassen, dass man auch nicht zu optimistisch wird, ne? Nicht, dass man hier anfängt, irgendwie mit Scheuklappen unterwegs zu sein, wenn der Markt nämlich ruppig wird, wenn der Markt Stress reinbringt, wenn der unruhig wird und nach unten wegrutscht. Und da können wir hier schon eine ganze Etage tiefer gehen, jetzt, indem man das zum Beispiel da an dem Donnerstag, nee, an dem Dienstagstief festmacht. Wenn man sagt, hier ist, da können wir einfach mal das hier jetzt wegnehmen. Wenn man jetzt einfach das hier nehmen und sagen, okay, unter dem Dienstagstief von 5,50 wäre hier in dem Sinne schon ein kleiner Short-Trigger. Es wäre einfach ein Schwächezeichen für den DAX. Und wenn das kommt, müsse man davon ausgehen, dass A, der Gap Close an der 5,28 folgt. Ich gehe dann sogar davon aus, dass wir eher so auf die 500, 4,95 nochmal zurücklaufen, uns von dort stabilisieren und dann müsste man schauen, wie viel Schwung kriegt er dort rein. Kriegt er nämlich nicht viel Schwung rein, wäre sogar denkbar, dass er uns ein bisschen wegraucht. Richtung hier unten nochmal. Na, also, das. Da offen sein, wenn er nicht mehr mitspielt, wenn er anfängt zu reißen, wenn er nach unten rausdrückt, dann ist das nicht bullig. Zumindest nicht, wenn es gleich wieder ausgekontert wird. Und dann darf man das erstmal mit auf dem Schirm haben. Na, ansonsten ist natürlich die 5,30, 5,25, 5,50, sagen wir mal 5,30 bis 5,15 eine gute Unterstützung. Sollte er eine schnelle Eröffnungskerze darunter stellen. Dann wäre schon denkbar, dass er sich von dort auch wieder gut nach oben stabilisieren bekommt und dann Richtung 7,21 ziehen kann. Ich würde trotzdem aber sagen, unter 5,50 einfach ein bisschen vorsichtig sein, denn wenn der Markt wirklich so bullig ist, sollte er das Gap eigentlich offen lassen, ne? Weil dann wäre das ein Trend bestätigen. Dann wäre das Breakaway Gap schön aus der Flagge raus hier und würde man das schließen, dann würde das nicht mehr passen halt, ne? Deswegen würde ich sagen, unterhalb von 5,50 könnte ich mir vorstellen, dass man unseren DAX hier runterlegt, 4,85. Jetzt, wo man oben alle reingeködert hat, alle davon überzeugt hat, dass hier jetzt direkt die 14.500 kommen muss, und dann haut man hier erstmal wieder alles nach unten raus und macht vielleicht wieder so ein weites Dreieck. Das haben wir ja dieses Jahr auch schon öfter gesehen. Ne? Also, seien Sie aufmerksam, denken Sie nicht zu sehr für Ihre Position, schauen Sie sich die Bewegung an. Aktuell schaut das erstmal ganz positiv aus, da wäre auch. Da wären auch weitere Hochs durchaus denkbar Richtung 13.800 hier. Sollte aber runterknicken, das möchte ich nicht ausschließen. Sollte abknicken und unter die Tiefs abtauchen vom Dienstag. Wie gesagt, Gap Close 5,30, aber vielleicht auch an der 5,85. Und dann müsste man gucken, wie kommt er hier aus dem Bereich wieder hoch. Na, kommt er nämlich hier nicht direkt schnell nach oben wieder hoch, sollte man achtsam sein. Das könnte durchaus nochmal Richtung 13.400 dann gehen. Ja. Also, dann soll es das von meiner Seite soweit sein. Ich mache jetzt hier zu, wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao.